Servus, Freunde, herzlich willkommen zur Partie Weißrussland gegen Kanada aus Paris. Ja, genau, aus Paris. Heute im Tor Olekhevich. Ich weiß nicht, also ich glaube, Weißrussland hat echt so viele Spieler, die nicht in Wirklichkeit existieren hier in Inche 17. Ich weiß es nicht. Ja, Braden Holtby erhält schon wieder den Vorrang vor Devon Dubnyk im Tor der Kanadier. Und ich steuere heute die Weißrussen. Das wird eine Herausforderung, denn bisher lief es total scheiße für die Weißrussen in diesem Turnier. Jamie Benn, Kostitsyn, das sind die Stars der Weißrussen. Beide anwesend, Sergei und Andrei Kostitsyn. Da haben wir gleich mal den ersten Schuss. Und natürlich auch Michail Grabowski, der Gott sei Dank auch gekommen ist. Sonst wäre dieser Kader einfach nicht WM-reif. Und so wie die Weißrussen bisher spielen, abstiegsverdächtig. Die letzten 3 Jahre zweimal Viertelfinale, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich glaube auch, dass sie ja eigentlich zu den besten 8 Teams der Welt gehören. Aber so wie man dieses Turnier hier spielt, sie werden auf jeden Fall noch um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Jetzt aber erst einmal die Strafe. Kanada ist ja dieses Jahr auch nicht gerade die beste Mannschaft. Man hat es gesehen, ihr Auftritt gegen Österreich gestern. Ja, der geht besser, würde ich mal sagen. War natürlich trotzdem jetzt nicht wirklich viel zu bemeckern bei dieser Partie. Aber das Spiel gegen Tschechien, also da, das hat mich echt geschockt hier zum Auftakt der WM. Schaut da mal vorbei auf dem Kanal von Lipinio. Da kam das Video Tschechien gegen Kanada. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, jetzt hat Lipinio sich plötzlich dazu entschieden, die WM nicht zu machen. Das heißt, er die Parts, die er bereits aufgenommen hat, zum Beispiel Kanada gegen Tschechien, die wird er noch hochladen, beziehungsweise hat er bereits alle hochgeladen. Also ab jetzt kommen nur noch Videos auf diesem Kanal. Ja. Denisov, ja. Warum denn nicht, Subban? Was ich vorhin gemerkt habe, die Kanadier haben ein Auswechselspieler, das ist Jeff Skinner. Oh, aber sie haben gerade mal 3 Verteidiger mitgenommen, sodass, ja, 3 Stürmer jetzt auf der Verteidigerposition spielen. Und das war mal ein Ausrufezeichen. Was für eine Chance nochmal zum Abschluss des Powerplays. Und gleich darauf wird es die Strafe geben gegen die Weißrussen jetzt ausgesprochen. Die Tschechen gefallen mir bisher super in diesem Turnier. Heute Abend spielen sie, glaube ich, wieder gegen Finnland, wenn mich nicht alles täuscht. Das wäre das Topspiel. Ich meine auch um ja, Platz 1 in dieser ja, Gruppe, sage ich mal. Weil Kanada, so, also ich weiß nicht, vielleicht war das nur ein Ausrutscher, vielleicht war das einfach nur kein Start nach Maß gegen Tschechien. Aber sie haben einfach nur schlechte Leistungen. Sie zeigt jetzt Alexander Karac schon. Boah, Schuss geht vorbei. Skvartsov. Ah, vielleicht der lange Pass Pietrangelo. Das ist einer der 3 Verteidiger, die angereist sind. Neben PK Subban und noch irgendjemandem. Tyler Seguin. An der Scheibe Krabarenka, die Weißrussen heute erstmal mit Geoff Platt in der Aufstellung. Ja, eigentlich Kanadier, aber weißrussische Staatsangehörigkeit. Mal sehen, wie er sich macht. Und im Tor heute Olekhevich, nachdem Katla ja jetzt 2-mal im Tor gestanden war. Beide Teams haben wir noch nicht gesteuert bei diesem Turnier. Also hier sozusagen mein Auftakt, Lipinio hatte Kanada nie gesteuert, ich auch nicht. Und Weißrussland genauso wenig. Jetzt Kravchenko. Beide Teams haben bereits gegen Tschechien gespielt. Da beide Spiele auf dem Kanal von Lipinio, da wurden beide Male Tschechien gesteuert. Finnland gegen Tschechien, gegen Weißrussland, das war das 2. WM-Spiel überhaupt, das auf diesem Kanal, da habe ich Finnland gesteuert und gestern Kanada Österreich, da traf es auch Österreich. Also das heißt, ich habe Österreich gesteuert und das Video ist ebenfalls auf diesem Kanal. Das heißt, Kanada haben wir jetzt in 3 Spielen noch gar nicht gespielt. Mal sehen, ob es nächstes Mal so weit ist, aber tja, ist halt dann mal so. Oh, Tor! Da ist er drin, Kanada führt mit 1-0, schöner Abschluss. Corey Perry jubelt zusammen mit Steven Stamkos, wer der Torschütze ist, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber es müsste Stamkos gewesen sein. Nee, es war Connor McDavid, also
Es hat Connor mit McDavid hat zusammen gejubelt. Nee, das war wirklich Stamkos, der hier jubelt. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. 91 und 97 kann man ja leicht verwechseln. Auf jeden Fall kein schlechter Start. 13. Spielminute. 1-0 für die Kanadier. Wie gesagt, Auftakt ist immer schwer, weil man die Mannschaft noch nicht kennt. Vor allem für Kanada, die haben nicht wirklich die Testspiele, weil eben die ganzen Spieler auch versuchen, so lange wie möglich in der NHL zu bleiben. Und deswegen gab es nicht wirklich viele Testspiele. Es ist natürlich verständlich, dass das Team nicht wirklich gut das erste Spiel macht. Und dann kommen gleich die Vorwürfe ans Team, weil sie das erste Spiel nicht so nach Maß gespielt haben. Aber jetzt sind sie ja wieder da gegen Österreich auch. Sie haben zwar nicht viel in der Offensive gezeigt, aber sie haben auch in der Defensive nichts kassiert. Und auch wenn sie da mal was zugelassen haben, das ist das Team. Man hat nicht umsonst einen Torwart noch im Tor. Und auch heute hier bisher konnte Weißrusser noch nicht viel machen. Einmal der Pfostenschuss, stimmt. Scheifele, Jochensen und McDavid, das sind die drei Stürmer, die eine Verteidigerposition spielen. Bei diesem Turnier sowas hat man auch nie eigentlich, oder sehr selten. Nur wenn es Verletzte gibt, aber anscheinend war der Trainer dann nicht in der Lage, Verteidiger zu nominieren. Wird einen guten Grund haben. Einfach aus Faulheit wahrscheinlich. Duchenne. Sie wechseln sich doch gar nicht ab bei diesem Turnier. Das heißt, also zumindest mal bisher, drei Spiele, es haben immer dieselben auf der Verteidigerposition gespielt. Jeff Skinner kam auch noch nicht zum Einsatz. Ja, Duchenne. Achtung. Tor gegen Österreich im letzten Spiel. Gesslev auf Scheifele, Jochensen, da haben wir sie. Sogar ein ganzes Verteidigerpaar mit zwei Stürmern. Jevenko. Patrice Bergeron und da kann nichts weiteres anbrennen. Es bleibt. Das heißt, es bleibt. Also steht 1-0 nach dem ersten Drittel. Brayden Holtby hat auch gegen Österreich nichts kassiert. Das heißt auch heute sieht nicht schlecht aus. Das Spiel ist langweilig. 2-0 Schüsse für Kanada erst. Also das hat man auch gesehen im Spielverlauf. Kanada ist natürlich auch Favorit mit diesen ganzen NHL Stars, aber allein jetzt so eine Anzahl an Schüssen, die kannst du nicht bringen. Das ist schon ein Hinweis auf eine schlechte Leistung. Und wer weiß, vielleicht wird es ja im Laufe der WM besser. Die drei Punkte hat man ja bisher. Pietrangelo. Ja, Tor, das gibt's doch nicht. Wie rutscht denn der rein? Ausgleich für Weißrussland. Es war Kostitsyn. Sergei Kostitsyn müsste es gewesen sein. So ist es auch. Der Ex-NHL-Spieler. Der Nashville Predators. Hier. Oder will er die Scheibe irgendwie reinspielen ins Slot, weil Leonov da noch mitgelaufen war. Und der Pass. Den macht sich Holtby anscheinend selber rein. Ja. Mal wieder ein Beweis, wie wichtig es ist, im Eishockey die Scheibe einfach zum Tor zu bringen. 1-1 ist gefallen. Alexander Pietrangelo auf Steven Stamkos, der hat gleich die Chance und er legt auch gleich nach. Schnelle Antwort, Kanada führt wieder mit 2-1. Wow, was für eine Blitzantwort. Wir haben ja 3-1 Schüsse bisher. Grottenleistung der Torhüter, Holtby 0%, Kevic 66, Periode 6, irgendwie so. Auch hier der Schuss war auch echt stark von Steven Stamkos, den sollte man auch nicht beilaufen lassen. Pietrangelo und Sobin, die zwei echten Verteidiger, also natürlich ersten Verteidigerpaar, nee, zweiter Verteidiger, oder? Nee, erster Verteidigerpaar. Also hier mit der mit dem Pass. So, Leonov. Ja, Leonov, da kann er eigentlich passen. André Kostitsyn hakt schon nach, das sollte mal aufpassen. Und Bergeron einfach mal in Unterzahl, der 2-1 Konter, Strafe. Penalty wird es nicht geben. Wäre auch ein bisschen zu übertrieben und jetzt ausgesprochen. Uli geht an Kanada. Sabalenko. Und Kevic. Seht das jetzt als Torschuss? So.
Jovinko muss einfach der Bande entlang fahren. Ja, Kapitanov. Ja. Ja, der hat die Chance. Hrabarenka. Ja. Oh, jetzt ist Platz da. Achtung, ja, der Pass kann nicht kommen. Die Kanadier sind einfach so stark. Das kann man nicht in Worte fassen. So, Powerplay jetzt für die Weißrussen erst einmal. 7 Sekunden. Werden sie da was machen können? Wohl nicht. Falkowski. Ja, 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 Falkowski. Komm nicht zu Schuss, Kastitzin. Und Hobby ist dann zur Stelle. Grabowski. Ah, Telefon jetzt, okay. PK Subban. Ja, Hrabarenka. Und der Pass, wow, schöner Pass auf Denisov. Verteidiger der Weißrussen. Und jetzt der Pass auf Kastitzin, der macht's nicht. Und Perry könnte jetzt eigentlich laufen, aber nein, tut er erstmal nicht. Scheibe hinter das Tor gespielt, Kravchenko. Oh, Perry fängt ab. Es ist eine Grottenleistung bei diesem Turnier der Weißrussen. Gessler! Boah! Kevic. Also, ich will jetzt hier keine Vermutungen aufstellen, aber ja. Ist ja nun mal so. Ja, Kastitzin! Corey Perry, Skaltsov, ja, wichtig, dass man sich da jetzt hinlegt. Hat uns schon doch was gebracht. So, ja, vom Ergebnis her ganz gut, aber also, das ist eine Grottenleistung, Mann. Das, so kannst du nicht Eishockey spielen, Weißrussland. Stamkos, aber ja, es ist nicht einfach gegen Kanada, aber auch so die Auftritte, zum Beispiel gegen Finnland. Man hatte keine leichten Gegner, keine Frage. Tschechien, Finnland und Kanada jetzt, aber dann muss man leben, wenn man ins Viertelfinale kommen will. Muss man auch mal einen solchen Gegner schlagen. Und ja, jetzt wird ja auch noch zum Beispiel Österreich kommen. Da wird es dann wahrscheinlich um viel gehen. Gegen die Schweiz sollte man da auch gewinnen. Also es sind auch keine leichten Gegner dann, die man schlagen muss fürs Viertelfinale. Was sich ja jetzt eigentlich dann schon fast erledigt hat, wenn man diese 3 Spiele jetzt verliert, sozusagen. Weißrussland, weil ja, man braucht ja 4 Siege, um weiterzukommen ins Viertelfinale. Oh, Scheffli. Gessler. Gessler. Ja. Es ist die Klasse der Kanadier, die sich hier auszeichnet bei diesem Turnier. Es steht 3:1. Und Kevic, der macht sich nicht wirklich beliebt beim weißrussischen Trainer. Er macht sich nicht beliebt beim weißrussischen Trainer. Ich glaube, dass nach so einer Leistung auf jeden Fall keine weiteren Einsätze auf ihn warten werden. Okay, es ist Kanada, aber naja. Man soll auch nicht untergehen. Gegen niemanden sollte man untergehen. Karatschun. Man kommt nicht mal in die Offensive. Es ist schwer. Es ist richtig, richtig schwer. Aber man muss, ums Viertelfinale zu kommen, wenn man dieses Spiel verliert, was auch so sein wird, dann müsste man alles gewinnen, was noch auf einen zukommt. Pass kommt, Karatschun, das gibt's doch nicht. War mal ein toller Spielzug, aber sowas muss dann rein, wenn man schon so wenig Chancen hat und für eine Überraschung sorgen möchte. Platz. Guter Block. Seguin, Tavares und Seguin. Ja, nicht schlecht, der Pass kommt nochmal auf die Drangel und Hall. Kevic, Posten, jetzt die letzten 2 Sekunden muss man überstehen. Starke Beraten nochmal. Zum Ende des zweiten Drittels und jetzt steht es 3:1 nach 40 Minuten. 8:2 Schüsse Weißrussland.
kommt einfach nicht vors gegnerische Tor. Pfostenschuss einmal. Das hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt, muss man sagen. Ganz ehrlich. Perry. Oh, was ein Check. Sieht man auch selten. Jelenko, ja. Und Grabowski, der Star. Der müsste doch irgendwie da zurechtkommen gegen Jamie Benn. Nein, gar nicht zurecht. Stamkos. Jelenko, ja, jetzt mal eine andere Taktik. Lieber nach hinten fahren, statt nach vorne und sich dann austricksen lassen. Stamkos. Stamkos. Grabarenko. Es ist unfassbar schwer für Weißrussland. Es war ja abzusehen, aber... Ja, Kostitsyn, sowas muss rein! Aber es war ein toller Angriff. Sie sorgen wenigstens mal für ein paar Lebenszeichen, dass sie noch da sind. Ab und zu kommt mal ein Entlastungsangriff. Das ist wichtig, dass man hier nicht mit 100-0 Schüssen abgeschossen wird. Da haben wir die Chance nochmal gesehen vom Ex-NHL-Star und dem einzigen Torschützen heute. Aber auch die Torausbeute bei diesem Turnier ist einfach nur mies. Denn gegen Tschechien meines Erachtens, das war jetzt vor längerer Zeit, wo wir das aufgenommen haben, aber ich glaube, da hat man gar kein Tor gemacht. Und auch gegen Finnland erst eins. Also, ja, viele kassiert, nichts gemacht. Also, schlechter kann es wohl nur noch in Filmen werden. Die lassen sich auch zu leicht austricksen. Gebic. Volkowski. Platt. Verliert die Scheibe. Da ist natürlich jetzt auch Frust dabei bei den Weißrussen. Oh, schöner Pass! Wow. Kanada hier zu mögen bei diesem Turnier. Spielen sie bisher eine tolle Leistung jetzt. Giordano wieder mit Schläger. Hat ihn kurze Zeit verloren. Jetzt in der Mitte gibt es eine kleine Schuckerei vor dem Tor. Kennen wir ja. Und jetzt gibt es die Strafzeit und Platz. Der ist natürlich richtig sauer. Perry Tavares. Ja, Kapitanov jetzt, wenn er da durchkommt. Aber es ist... Nein, natürlich nicht. Also alleine gegen drei, das wird schwer gegen drei in Chelstars für Kapitanov. Aber ja, Weißrussland hatte wenigstens die ein oder andere Chance. Gegen Finnland haben sie... Ja, beziehungsweise Stand ist höher. Es ist noch genug Zeit für Kanada hier auch auf dasselbe Ergebnis zu erhöhen, wie es bei Finnland gegen Weißrussland war. 5-1 meines Erachtens damals der Endstand... Noch alles drin. Und Weißrussland wird sich dagegen werfen müssen jetzt. Bisher meiner Meinung nach die schlechteste Mannschaft in diesem Turnier. Unerwartet. Ziel ist ja immer das Viertelfinale. Dieses Jahr muss man das Ziel natürlich reduzieren. Nach solchen drei Spielen muss man das Ziel wahrscheinlich auf Klassenerhalt reduzieren. Aber der Abstieg, das wäre so schlimm. Und das 4-1 fällt auch noch oben drauf. Und Kanada wird auch wirklich besser in diesem Turnier. Also wie hört sich das? Corey Perry. Ja, Deckel ist eigentlich längst drauf. Kann man Kevin auch nicht viel sagen. Also ich meine, es sind platzierte Schüsse und die Abwehr fehlt einfach bei Weißrussland. Und jetzt steht es 4-1 und es sind noch 8-9 Minuten. Ich mag bezweifeln, dass hier noch irgendwas geht. Für die ehemaligen Sowjeten. Sitzen. Ja, die Zeit ist da. Schöner Pass. Gut gedacht. Ja, die NHL-Reihe macht da jetzt mal. Was heißt. Kostitsyn spielen ja nicht mehr in der NHL. Aber trotzdem, ich sag mal NHL-Reihe dazu. Weil das einfach die erfahrenste Reihe ist der Weißrussen. Die erste. Mit Grabowski und den beiden Kostitsyn-Brüdern.
sie waren alle, beziehungsweise sind auch noch NHL-Spieler, jetzt nicht alle, aber auf jeden Fall waren alle mal oder sind. Also müsst mich verstanden haben. Johansson. Scheifele kommt nicht ganz zu Schuss. Johansson, der Center. Meiner Meinung nach. Jetzt vielleicht Kastitzin. Schafft er's? Gegen die alten NHL-Kollegen. Ja! Schöner Schuss. Reicht nicht ganz. Jeff Platt. Platt, ja. Oh. Langsam sind sie ja da, aber warum nicht schon das ganze Spiel über? Medizin. Ja. Jetzt gibt es ja noch mal ein bisschen Unterhaltung zwischen Claude Giroux und ja, ein paar Schläge noch oben drauf. Aber die Kanadier lassen sich jetzt nicht darauf ein. Ich meine, sie führen hier 4-1, wozu jetzt noch Schläge einstecken gegen die Weißrussen. Muss nicht sein. Oh, was für ein Fehler! Aber starker Block von Skvartsov. Was für eine Abwehrleistung jetzt mal. Kanada bleibt trotzdem ran. Hall. Keine Strafe jetzt gegen die Rotjacken und Sinizin nochmal. Auf Karatschun. Ja. McDavid. Ja. Karatschun. Ja, schöner Schuss. Sinizin kommt nicht ganz durch. Und jetzt... Scheibe geht raus. Dann hat sie das Spiel erledigt. Kanada gewinnt mit 4-1 gegen Weißrussland. Volle Punktzahl. Gratulation dazu. Und Kanada ist wieder da. Zwei, ja, überzeugende Siege jetzt am Stück. Es waren keine großen Herausforderungen, aber die kommen noch, die großen Herausforderungen. Mit Finnland zum Beispiel. Tja. Da bin ich mal echt gespannt auf das Duell Kanada-Finnland. Neuauflage des Finals letztes Jahr. Kanada hat schön getroffen. Hier, das auf jeden Fall ein Top-Tor. Gleich nach dem Ausgleich. Der Ausgleich hat vielleicht Hoffnung hinterlassen, aber hat nicht viel gebracht. Spiel wird auch nicht wirklich toll bewertet. Vor allem diese Schüsse hier. 4-17 für Kanada. Checks konnten die Weißrussen gut mithalten. Sie sind ja auch eine körperlich starke Mannschaft, aber Kanada... Ja, die haben heute viel besser mit der Scheibe gespielt. Was auch zu erwarten war, Bullies gingen auch an die Ahornblätter. Und damit kann man insgesamt mal festschließen, dass es hier ein verdienter Sieg war. Verdiente 3 Punkte für Kanada, die damit jetzt wieder auf Kurs sind. Und vielleicht mal wieder für Aufsehung sorgen, hier vielleicht den Titel holen zu können. Ja, schreibt eure Tipps in die Kommentare auf jeden Fall, wer hier Weltmeister wird. Und dann... würde ich auch mal sagen, teilt das Video, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.